zwei gern verglichene Produkte, das Apple iPhone 8 und das iPhone XR. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das iPhone 8 eindeutig mit 83 zu 73 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 46 Gramm leichter, 1 mm dünner, 12,5 mm kürzer und 8,4 mm schmaler. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das iPhone 8 mit 62 zu 52 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: hat Touch Force bzw. 3D Touch. Das iPhone XR hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 48% höhere Auflösung und 30% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das iPhone XR mit 69 zu 68 Punkten haarscharf vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 6,2% schnellerer Prozessortakt, 1 GB mehr Arbeitsspeicher und 7 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das iPhone XR knapp mit 85 zu 82 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: es hat einen manuellen Fokus und 9 Punkte bessere DxOMark Mobile Wertung. Audio. Beim Punkt Audio kommen beide Handys auf 42 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Akku. Beim Punkt Akku ist das iPhone 8 mit 78 zu 70 Punkten deutlich vorne. Das iPhone XR hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 1,6-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften sind beide Produkte ebenbürtig mit 72 Punkten. Folgende Eigenschaft hat das iPhone 8: hat einen Fingerabdruckscanner. Das iPhone XR ist durch folgende Eigenschaft überlegen: benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Mit 64 Punkten schlägt das Apple iPhone XR in der Gesamtwertung knapp das Apple iPhone 8 mit 61 Punkten. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.